Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda Link's Awakening. Ja, wir starten eine neue Aufnahmesession. Heute ist Freitag, Freitagabend haben wir. Und ja, ich habe mir vorgenommen, heute nochmal so ein zwei Stündchen zu spielen. Das heißt für euch vier Folgen, die ich heute nochmal aufnehmen werde. Und bisschen schlau gemacht habe ich, was wir noch so machen können, aber im Prinzip wusste ich auch schon, wo es weitergeht. Und zwar hat uns ja die Eule das letzte Mal gesagt, dass wir zwei Schreine betreten sollen, falls ihr es noch wisst. Einer, ich glaube, im Süden und einer im Westen, hat sie, glaube ich, gesagt. Irgendwie sowas in der Richtung. Und das werden wir auf jeden Fall dann probieren. Ich gucke gerade mal eben, ob es hier irgendwas gibt. Wie sehen wir denn überhaupt aus? Wir haben 12 Bomben nur dabei. Ich glaube, ich nehme mal ein paar mit. Wir haben ja so viel Kohle eigentlich. Ja, dann nehmen wir mit. Sehr schön. Ein bisschen aufstocken ist ja vielleicht nicht so verkehrt. So, Pulver haben wir noch ganz gut. Pfeile sollte eigentlich gehen. Gut, wir machen uns einfach erstmal auf den Weg nach... ich gucke, überlege gerade ins Gebirge. Ja, so ein bisschen halb. Denn, also, was ich sagen wollte. Den einen Schrein, den haben wir tatsächlich schon gemacht. Und wenn ihr im Menü mal guckt, das müsste da oben einer von diesen Schlüsseln sein, der Maskenschlüssel. Ich kann die jetzt ja nicht anwählen. Also auf einer von diesen vier Schlüsseln ist der Schlüssel, den wir praktisch, für dieses neue Schloss brauchen. Also das ist ja praktisch der eine Schrein gewesen. Und der andere Schrein, der ist halt weiter oben. Da können wir dann auch gleich hin. Eigentlich könnte ich auch den Teleporter benutzen, fällt mir gerade ein. Allerdings möchte ich noch eine Sache ausprobieren. Und zwar hatten wir doch dieses eine Feld, falls ihr euch erinnert. Das Ding hier übrigens, das kann man, glaube ich, auch kaputt machen. Weiß nicht, geht das mit Bomben? Also ich habe gesehen, dass man das kaputt machen kann. Ach, so einfach. Okay. Das ist so einfach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, der ist schön kaputt gegangen. Es gab hier irgendwie so ein Feld mit ganz vielen Pflanzen, wo so eine Treppe war. Ich muss mal eben gucken, ob ich das wiederfinde. Und da kommen wir tatsächlich schon hin. Das ist gar nicht so schwer. Hier sind wir falsch. Scheiße. Dann war es vielleicht doch eher weiter rechts. Muss wohl. Geh weg. Naja, schießt mich ruhig alle ab. Ja, kann sein, dass das in diese Richtung lag. Ja, dann vielleicht weiter unten. Also, ins Zoodorf, da können wir sowieso nochmal hin. Jetzt sind wir eh fast da. Denn wir haben ja noch unser, wie nennen wir das? Besen. Genau, den Besen. Den müssen wir tatsächlich zum Zoodorf bringen. Ich hatte es ja schon fast vermutet. Und genau, wo wir ihr Bikini-Oberteil herbekommen, das weiß ich inzwischen auch. Wir müssen einfach nur ein bisschen... Ich schwimme mal ein bisschen rum. Wenn ich mir gerade nicht sicher bin, wo geht's denn da unten nochmal lang? Bevor ich jetzt den ganzen Weg da lang tüdel? Nee. Mal. Dann schwimme ich doch einfach direkt auf die andere Seite. Schön, dass sie hinterher guckt. Und der Angler, der da unten unter der Brücke hockt, auch den können wir beglücken. Also mit einem Item. So... Da geht's zum Zoodorf. Wo war denn das mit diesem Feld? Mit den ganzen... Ist das da unten irgendwo? Vielleicht ist es da unten. Ich gehe einfach mal hier oben an Land. Ja, jetzt zoomen wir hier schon wieder ein bisschen rum. Also ich weiß so ziemlich, was wir alles machen können. Aber das Problem ist halt, ich weiß nicht, wo die ganzen Sachen sind. Das ist nicht unbedingt das Gleiche. So, hier unten ist da dieses Feld. Ah, da noch nicht. Bam. So. Und? Nein, noch nicht. Jetzt aber? Ah, das war sehr dämlich von mir. Es ist nicht hier. Es ist unglaublich. Scheiße. Ich find's nicht wieder. Irgendwann stolpern wir nochmal über dieses große Feld mit den ganzen Blättern. Dann machen wir das. Ach, jetzt gehen wir erstmal zum Zoodorf, würde ich sagen. Und werden den Besen abgeben. Denn die Putzfrau aus dem Dorf, die ist auf einmal hier. Warum auch immer. Oh, ein neuer Besen für mich. Er ist doch vier. Er ist doch für mich, oder? Klar. Klar, bitte. Sehr schön. Danke. Ich gebe dir dafür den Angelhaken, den ich beim Kehren am Fluss gefunden habe. Perfekt, ganz schön groß. Du hast den Besen gegen einen Haken getauscht. Was wirst du wohl für den Angelhaken bekommen? Das machen wir gleich. Ich sehe allerdings gerade da oben diese Höhle. Und da fällt mir was ein, dass wir da was machen können. Und auf die Idee wäre ich, glaube ich, nie gekommen. Das habe ich tatsächlich jetzt mal nachgeguckt. Also, nachgeguckt ist das falsche Wort. Ich habe es, ich habe mir mal so ein Longplay von diesem Spiel angeguckt, um so einen kleinen Überblick zu haben, ob ich irgendwas vergessen habe. Also, ich habe mich nicht spoilern lassen, ne? Das nicht. Ich habe nur geguckt, was habe ich denn alles noch nicht machen können oder so. Und hier kann man auch wohl
noch weiterkommen? Oder war das gleich diese Höhle? Es gab irgendwo eine Höhle jedenfalls, da muss man eine ganz komische Kombination machen von zwei Items, die wir bereits haben. Das hätte ich nie gedacht, dass das geht. So, jetzt gucken wir erstmal. Da kann ich einfach nach oben. Hier. Das ist die Höhle. Guck mal, da drüben ist ja ein Felsen, der ist brüchig, den kann man kaputt sprengen. Aber wir kommen ja nie im Leben da hinten hin. Was man tatsächlich machen kann, und das wusste ich echt nicht, man kann Bomben und Pfeile kombinieren. Und jetzt probiere ich das mal aus. Wenn ich jetzt beides gleichzeitig drücke, dann schießen wir praktisch mit einem Pfeil eine Bombe rüber. Also das ist ja mal geil. Dass das geht, das wusste ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich das früher schon mal gehabt habe. Jetzt kriegen wir jetzt ein Herzteil. Sehr schön. Ein Herzteil. Jetzt haben wir nämlich schon ein Drittel voll, was sehr, sehr geil ist. Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Gar nicht. Oder kann ich da runterspringen? Nee. Wie komme ich wieder zurück? gar nicht? Ach so. Okay. So, hier war, glaube ich, sonst weiter nichts, ne? Ich hoffe mal nicht. Da oben wird wohl nichts sein. Nö. Okay. Das war das ganze Geheimnis der Höhle. Aber ich würde sagen, wir bringen das Tauschgeschäft noch mal eben kurz ein bisschen voran, bevor wir uns in den nächsten Dungeon widmen. Denn wir kriegen tatsächlich durch dieses ganze Tauschgeschäft ein ziemlich cooles Item, muss ich sagen. Ach, damit können wir ja wieder... Achso, ich habe ein Schwert dabei, ich bin blöd. Ja, also es fehlt gar nicht mehr viel. Wir müssen den Angelhaken noch tauschen und ich glaube, der von dem kriegt... Ach, das will ich doch gar nicht. Ja, es scheint durch Mariens Lied in Trance zu sein, ja. Wir kriegen... Also durch den Angelhaken kriegen wir, glaube ich, dieses Bikini-Oberteil. Und das geben wir logischerweise der Nixe. Und wenn ich nicht ganz plemplem bin, müssten wir von der Nixe... was kriegen. Wer hätte es gedacht? Und zwar, wenn mich nicht... Voilà, wenn mich nicht alles täuscht, bekommen wir... Genau, etwas hierfür. Eine Schuppe. Ich bin jetzt schon auf falschem Weg hier. Ne? Oh Mann, das haben wir schnell gebürt. So. Kann ich einfach ins Wasser springen von da? Ah, das geht. Sehr gut. So, dann wollen wir zum Angler. Ja, wir verstecken uns immer so ein bisschen hier. Ganz gute Sache. So, der müsste ja hier unten jetzt unter der Brücke sein, ne? Ein bisschen weiter noch. Oder bin ich schon drauf vorbei? Ich bin blöd. Ich bin so blöd. Ich habe doch gesagt, können wir von der Brücke springen? Ich will doch unter die Brücke. Oh Gott. Ja, ihr merkt, es ist immer gut, eine Abendsession zu machen. Da bin ich immer sehr verpeilt anscheinend. Aber ich hatte gerade so einen Bock. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel macht richtig Laune. So. Ich brauche die Feder. Da ist sie. Hallo. Moin. Oh, da ist doch nicht etwa ein Angelhaken, was du da in der Hand hast, oder? Den solltest du mir geben. Du bekommst dafür meinen ersten Fang. Okay? Okay. Okay, Junge, du musst mir nun die Daumen drücken. Und die Musik geht ab. Heiliger Strohsack! Der ist ja riesig! Mann! Dein Angelhaken ist nun ein sexy Bikini-Oberteil. Wow, Sabber! Ja. Das ist schon sehr, sehr cool. Okay, und dieses Bikini-Oberteil geben wir jetzt der Nixe. Oder der Meerjungfrau, was auch immer. Ja, eins von beiden ist es jedenfalls. Hi. Hey, lass das, du Strolch. Was? Ui, da ist es ja. Mein Bikini-Oberteil. Hey, gib es mir. Gib es mir sofort zurück. Ich gebe dir auch eine Schuppe von mir. Ja. Hey, ich sagte eine Schuppe. Haben wir was rausgerissen? Du hast der Nixe eine Schuppe entrissen und ihr dafür das Bikini-Oberteil zurückgegeben. So, und jetzt können wir, glaube ich, unser Tauschgeschäft schon komplettieren. Übrigens, ich habe was ganz Dämliches vergessen. Ne? Das ist mir auch letztens bewusst geworden. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja, natürlich könnt ihr euch daran erinnern. Als wir diesen Geist bei uns hatten, ne? Den habe ich doch erst zu dieser Ruine gebracht. Und dann habe ich ihn anschließend zu seinem Grab gebracht. Und dann hat er noch was gesagt. Dann hat er nämlich gesagt, so als Belohnung, schau unter die Vase in meinem Haus. Und was habe ich gemacht? Ich bin gar nicht wieder da gewesen. Das habe ich komplett vergessen. Das ist mir tatsächlich
dann irgendwann nochmal eingefallen. Und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe meine Belohnung gar nicht abgeholt. Ich weiß aktuell noch gar nicht genau, was das war, aber ich habe da was vergessen. So, du hast die fehlende Schuppe in die Nixon-Statue gesteckt. Tada! Ein Geheimgang. So. Ein geiles Objekt. Die Lupe. Jetzt kannst du Dinge sehen und lesen, die vorher unsichtbar waren. Und das Lesen ist auch eine ganz wichtige Geschichte, da kommen wir noch zu. Ob da was Tolles versteckt ist? Mal gucken hier. Oh, Herzen immerhin. Also Herzen kann man immer gut gebrauchen. Ja, wieder voll. Wenn wir später ein besseres Schwert bekommen... Oh, jetzt kann man nämlich hier auch Gegner erkennen, die vorher nicht zu sehen waren. Also die sehen wir jetzt tatsächlich nur durch die Lupe, die Gegner. Was auch sehr geil ist. Vielleicht gibt es da sogar noch irgendwie ein Item oder so, falls wir das hier klären. Nee, leider nicht. Soll ich hier nochmal ein bisschen buddeln? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, der Spiegel ist schon Belohnung genug. Ich glaube, wir können mal eine Abkürzung nehmen. Ich spiele mal eben das Liedsche mit dem Fisch. Genau. Ja, mein Weg auch so. Dann kommen wir jetzt ja wieder in den Wald. Denn wir wollen jetzt mal zum Strand. Ach ja. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, was ich vorhab. Es gab doch einen Raum in diesem Spiel, bei dem wir immer noch nicht schlau geworden sind, weil der leer war bisher. Komplett leer. Ihr wisst, welchen Raum ich meine? Mhm. Am Strand. Und zwar diese eine Höhle, wo nichts zu sehen ist. Und jetzt, da wir die Lupe haben und was sehen können, ja, ist da auch was. Und da gibt's was richtig Geiles. Sowas richtig, richtig Cooles, das will ich unbedingt haben. Das habe ich schon früher nicht gehabt. Glaube ich nicht. Übrigens, dieses L1, was da steht, habe ich jetzt auch mittlerweile rausgefunden. Das heißt ganz stumpf Level 1. Und alles, was so eine 1 da dran hat, bedeutet... achso, wo wir gerade hier sind, kann ich mal kurz in die Bücherei gehen. Denn, Leute, hier dieses Buch hier können wir jetzt genauer lesen. Die dunklen Geheimnisse von Kokolind, das Buch lesen. Und das konnten wir letztes Mal, glaube ich, auch nicht lesen. Wirklich? Ja. Kann ein Ei ein Irrgarten sein? Und dann kommen da Pfeile. Das muss ich mir mal aufschreiben, weil diese Wegbeschreibung, die ist tatsächlich jedes Mal anders. Und mein Kugelschreiber will gerade nicht schreiben. Das ist natürlich sehr praktisch. Das sind 4 Pfeile nach rechts und 4 Pfeile nach... Okay, den Weg könnte ich mir vielleicht sogar noch so merken. Das ist aber einfach. So, das verstehe, wer will. Und das konnten wir, wie gesagt, vorher nicht lesen. Also ist das schon ganz wichtig, dieses Tauschgeschäft durchzuführen. Allein deswegen schon, weil sonst kommt man bei dem Irrgarten nicht durch. Vielleicht durch Zufall irgendwann mal, bloß 8 Kombinationen nacheinander zufällig. Das könnte schon ein bisschen dauern, ne? Ihr seht das Problem. So. Ich hänge fest. Was war das denn für ein Blödsinn? Mein Stick will gerade schwierig lenken. Hallo? Moment. Ich muss immer wieder... So. Ich musste immer... Das ist schon mal passiert. Da musste ich ihn wieder ausschalten und dann geht's wieder. Sehr interessant. So. Geh weg. Also, wie gesagt, alles, was Level 1 daneben stehen hat, können wir irgendwann aufwerten. Aktuell haben wir, glaube ich, alles noch auf Level 1, aber da werden wir noch Fortschritt erzielen. Hoffe ich doch, dass ich das irgendwie alles hinkriege. Da, jetzt können wir hier nämlich was sehen. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir etwas auf unseren B-Button legen, was wir jetzt nicht mehr brauchen. Tja. Ich werde mich für die Schaufel entscheiden. Weil ich hoffe, dass wir sie nicht mehr brauchen. Und es passiert Folgendes. Letzte Nacht hat das Meer etwas wirklich Tolles alles angespült. Ich tausche es mit dir gegen das, was du auf dem B-Knopf hast. Okay? Ja. Der Boomerang. Für das, was du in der Hand hattest, hast du einen tollen Boomerang bekommen. Und der ist so geil. Das ist ein viel, viel besseres Schwert. Ohne Scheiß. So, jetzt möchte ich erstmal, ich glaube, meine Pegasus-Stiefel packe ich mal dahin und den Boomerang auf A. So. Übrigens, falls ihr irgendwie nochmal in den Genuss kommen solltet, wir denken, wir brauchen unbedingt eine Schaufel. Dann, können wir natürlich... Ich überlege gerade, Moment.
Da hinten ist doch diese Hütte. Dann können wir natürlich auch das wieder zurücktauschen. Aber das geht schon. Das Item ist nicht für immer weg. Das wäre auch ein bisschen fies. Da oben ist ja auch noch eine Luke. Hier ist das Haus von dem Geist. So. Und der hat gesagt, wir sollen unter eine Vase gucken. Ich habe keine Ahnung, welche. Wir gucken einfach mal. Da. Wir haben eine Zaubermuschel. Okay. Wahrscheinlich war das gemeint, ja. So, und ich glaube, wir brauchen tatsächlich 20 von diesen Zaubermuscheln. Wir haben aktuell 15. Aber ich denke mal, die kriegen wir irgendwie zusammen. Und ja, dann gibt es tatsächlich was Tolles. Da bekommen wir, glaube ich, unser Schwert-Upgrade. Wobei, jetzt haben wir natürlich jetzt erstmal unseren Boomerang und der ist natürlich hammergeil. So, da oben, ja, da kommen wir noch nicht hin. Sind wir denn hier vielleicht richtig? Irgendwo muss doch dieses Feld sein. Da ist das Feld. So, passt mal auf, Leute. Jetzt können wir hier nicht Platz machen. So, man hätte das wahrscheinlich auch machen können, indem man einfach rüberspringt und einmal mit dem Schwert schlägt. Aber so geht's natürlich auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den Boomerang. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr den jemals gehabt habt. Also ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, habe ich den früher gehabt? Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dieses ganze Tauschgeschäft früher schon mal durchgezogen hatte. Ich glaube tatsächlich mittlerweile nicht, dass ich das Spiel schon mal durchgespielt habe. Och, das ist so geil mit dem Boomerang. Okay. Okay. Wo kommen wir jetzt hin? Ach, jetzt sind wir hier. Das wusste ich. Oh. Ach geil, man kann die mit dem Boomerang kaputt machen. Und habt ihr gesehen, es gibt ja tatsächlich was für eine Fee. Das ist natürlich eine richtig geile Sache. Oh, der Boomerang ist ein hammergeiles Item. Ah, den Typen gibt's hier wieder. Ah, da können wir schon irgendwas bestimmt wieder mehr Sachen tragen. Ich glaube, Bomben wäre ganz geil. Ist er das wieder? Ja, ne? Der Teufel, dieser Kleine. Ja, sehr cool. Wer stört mich da wieder beim Schlafen? Du? Na toll, vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Na warte. Willst du zur Strafe mehr Bomben tragen können? Ja, unbedingt. Sehr gut. Jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir rumschleppen. Das geschieht dir recht. Bis dann. Tschö. Super. Er läuft ja gerade gut, ne? So, was machen wir jetzt als nächstes? Ich überlege gerade. Ich glaube, wir sollten jetzt mittlerweile mal Richtung nächsten Dungeon gehen, oder? Was meint ihr? Ja. Müssen wir ein bisschen was erleben. So, tschüss. Ich tauche mal ab. Die nerven nur, die Haie. Ja, also, wenn sie aus dem Wasser springen, sehen sie nicht wirklich aus wie Haie, ne? Ach ja! Oh, ich weiß tatsächlich auch, wo eine Muschel ist. Das eigentlich. Doch, das machen wir jetzt. Ach, falscher Knopf. Das machen wir mal eben. Weil. Warum eigentlich? Weil wir da normalerweise gar nicht mehr hin müssen. Also normalerweise müssten wir da jetzt hin, wo ich hin will. Oh. Ach, da gibt es mal Items für. Ist ja geil. Oh, geil. Das ist richtig cool. Was soll ich sagen? Ich bin verwirrt, ne? Ja, das sowieso. Ja, genau. Den ersten Schrein, den haben wir eigentlich schon erforscht. Das war dieser mit diesen ganzen komischen Statuen, falls ihr euch erinnert. Aber wir werden da jetzt trotzdem noch mal gemeinsam hingehen. Welchen Weg denn finde? Ach nee, das war in der Durstwüste. Ich glaube, das war in der Durstwüste. Ja, toll. Genau in dem Moment taucht er wieder auf. Ich danke dir. Das ist so geil. So, Durstwüste ist ja. Mal überlegen. Nach unten, ne? Kann man das. Den Stein kriegt man damit nicht kaputt, ne? Oh, das ist ja richtig cool, dass man praktisch so eine Fee geschenkt bekommt. Und dass man alles so richtig schnell kaputt kriegt. Hammergeil. Oh. Wir haben einen Teil der Macht erhalten. Zusätzlich noch. Unglaublich. Ich bin aber falsch. Wieso bin ich hier eigentlich falsch? Da muss ich hin. So. Ja, ja, ist ja gut. So, ich glaube in der Durstwüste und dann war da diese eine Tempelanlage. Und da müssen wir nochmal eben hin. Ah, da wohl nicht. Ich glaube eher hier, oder? Ich weiß es halt nicht. Wir werden es finden, denke ich.
Nee, da nicht. Ich muss nur kurz auf die Karte gucken. Was ist das gleich, die Karte? Das ist die Karte. Da. Ah, nee, ich hätte euch doch nach oben gemusst. Okay, okay, okay. So, Moment. Dann wohl doch nach oben. Irgendwo war doch dieses Gebiet mit diesem Schrein halt und diesen ganzen Ritterfiguren. Die Ritterfiguren. Nee, das ist ja auch wieder falsch hier. Scheiße. Komm ich nach oben hin? Oh, das ist doch nicht hier. Es tut mir leid, Leute. Ach, jetzt spreche ich schon wieder bei dem Hasenhintern. Ja, es geht dick, weg. Das Teil der Macht gebrochen ist auf dem Keks. So, dann muss es aber hier sein. Da ist der zweite Schrein übrigens da oben. Da müssen wir auch noch hin. So, zack. Okay. Oh, okay. Oh, ja. Hier? Ja, hier ist es. Mein Gott. Und diese hier. Die werden gerade gar nicht lebendig. Ach, nur die grünen werden lebendig, ne? So war das. Die kann man tatsächlich jetzt auch kaputt machen, was natürlich eine geile Sache ist. So, jetzt denkt ihr, warum geht der Alex hier eigentlich gerade nochmal hin? Das hat schon seinen Grund. Ist gerade anscheinend zu viel auf dem Bildschirm los. Okay, und zwar... Ah! Genau, da oben... Da habe ich noch gesagt, was bringt das hier eigentlich? Und das bringt tatsächlich was. Bei irgendeinem von diesen Figürchen, ne, bei der ist tatsächlich nicht, da ist noch was drunter. Entweder eine Muschel oder eine Treppe. Halt zum Bein. Eine Treppe. Okay. Und was gibt's hier? Eine Muschel. Sehr schön. Perfekt. Ja, beides. Muschel und Treppe gab's hier im Prinzip. So. Ach, die Musik ist wieder normal. Ich danke. Ich meine, es ist so schön, dass vielleicht auch sein und praktisch das sein mag mit dieser Teil der Macht-Dings, ne? Aber es ist schon ein bisschen nervig von der Musik her. So, jetzt gehen wir mal nach oben zum zweiten Schrein. Oh, Götter Ahorn. Jetzt geht die Musik schon wieder los. Ach, oh, Gott. Au. Dimbi, dimbi, dim. So. Ich mag die Hauptmusik, die normale, lieber. Tatsächlich. Vor allem, dass der Bumerang auch gleich die ganzen Items einsammelt. Das ist eine richtig schöne Sache, muss ich sagen. So, jetzt müssen wir nur mal gleich kurz gucken, wie das nochmal funktioniert. So, wie komme ich jetzt da ans Wasser? Ich muss da oben muss ich hin. Wie komme ich denn da oben hin? Über die Treppe wahrscheinlich? Nee, die Treppe ist Blödsinn. Enterhaken bitte. Perfekt. Achso, ja, ich hätte ganz gerne, glaube ich, meine Schuhe wieder gerade. So, ja, gut. So, irgendwie nach oben müssen wir. Au. Sehr gut, da müssen wir runter. Hahaha. Das ist so cool. Ich mag das. So, dann gehen wir jetzt nämlich da an die eine Stelle. Da können wir auch die eine Ritterfigur wahrscheinlich wieder kaputt machen. Und die führt uns, bin ich der Meinung, zum... Moment mal eben kurz. Habe ich hier oben schon mal nach Höhlen geguckt? Ich glaube, ich war hier noch gar nicht, oder? Was ist denn da oben mit der Höhle? Da weiß ich jetzt auch gerade gar nicht. Waren wir da schon drin? Anscheinend. Okay. Und was ist da oben? Ich habe keine Ahnung, ob wir da schon waren. Wir werden das alles noch in Erfahrung bringen, Leute, glaube ich. Ich glaube, ich gehe da nach dem Dungeon mal da oben gucken. Bestimmt haben wir noch ein paar Bereiche, die wir auch gar nicht erkundet haben, denke ich. So. Ich glaube, hier geht's zum nächsten Schrein. Na, dann gehen wir halt so. Da brauche ich den Enterhaken. Sehr gut. Okay. Ah! Haha! Sehr cool. Der nächste Dungeon ist eröffnet. Sehr schön. Tja, dann würde ich sagen, betreten wir den nochmal, ne? Was kostet die Welt? Level 6, der Maskentempel. Okay. Also, ja gut, noch sehen wir nicht viel von der Karte.
Hui. Aha, was seid ihr für Typen? Die lassen sich gar nicht töten? Die lassen sich nicht damit töten. Aha, ich könnte mir vielleicht was vorstellen. Es gibt nämlich noch ein Item, was wir langsam mal kriegen müssten. Und zwar den zweiten Schild. Und eventuell können wir mit dem Schild diese Sachen zurück... ja, wie soll ich das sagen? Bomben. Also... Müssen wir den in die Luft sprengen oder was? Na gut, hat aber nichts gebracht. Wir ruhigen mal hier bei denen. Ist ja auch Quatsch, ne? Ah, mir fällt aber gerade was ein. Wir könnten eine Bombe hinlegen und dann hier drüber gehen. Genau, dann ist der Schalter nämlich umgelegt und wir sind hier drin. Ob das nur gut war, weiß ich nicht. Vielleicht sind wir jetzt auch eingesperrt, aber... Ja, theoretisch sind wir das. Okay, da kommen wir jetzt von hier aus... Moment mal, seht ihr, dass das der Weg an die Wand führt? Das finde ich ja schon wieder merkwürdig, ne? Geil. Das habe ich jetzt echt nur gemacht, weil da der Weg entlang führt. Oh. Ach so. Oh, das wollte ich nicht. Da muss man wahrscheinlich auch, das wieder umswitchen mit den Pollern. Hm. Viele Sachen hier, ne? Da kommen wir noch nicht hin. Scheiße. Ich hab mich eingesperrt, glaube ich. Fuck. Oder kann ich da runterfallen? Nee. Ich kann aber nach links fallen, oder? Ah, sehr gut. Bomben. Muss immer noch ein Gegner sein, denke ich. Ah. So geht's natürlich auch. So. Ja, wahrscheinlich kann ich mit denen noch nichts machen. Okay, ich lasse die Pfeile mal Pfeile sein. Ist hier was drunter? Bomben? Okay. Nochmal Bomben. Schön. Ist hier irgendwo ein Gegner? Aha. Nein, das wollte ich doch nicht. Ich finde Teile der Macht einfach nur ein bisschen nervig. Ich hätte schon ganz gern das Herz, muss ich sagen. So. Aber irgendwie muss hier doch noch was sein, damit die Tür aufgeht, oder? Wie machen wir die Tür sonst auf? Bestimmt nicht damit. Vielleicht dann links? Wahrscheinlich eher nicht. Nee. Hm, komisch. Na gut. Eine Idee habe ich gerade. Vielleicht so? Okay, kann man mit den Elefantenstatuen was machen? Nee, kann man nicht. Wobei die ein bisschen anders aussieht, der wäre das mal anguckt, als die dahinter, finde ich. Kann man die vielleicht schieben? Vielleicht von oben nach unten, das kann natürlich sein. So, wir haben endlich mal ein Item gefunden hier. Vielleicht. Der Kompass, das ist schon mal nicht schlecht, dann weiß ich zumindest, wo Schlüssel versteckt sind. Okay. Jaja, kennen wir ja alles schon. So, da können wir das nochmal umstellen. Ah, wir können auch ein paar Bomben einsammeln, ne? Oh, nur ruhig da die Feder. Puh. Es ist schon ein bisschen komplizierter hier alles, ne? Viele, viele Gänge. Oh, den kann man auch kaputt machen. Ja. Ich weiß nicht. Ich befürchte... Ich versuche das mal mit einer Bombe, aber ich glaube, das wird nichts. Doch, das geht wohl mit der Bombe. Ich habe gedacht, man müsste die vielleicht zurück feuern mit einem Schild oder so. Gut, dann können wir ja noch ein paar Räume öffnen, tatsächlich.
Oder klären. Ganz am Anfang war ja so ein Raum. Okay. Kann ich eventuell hier runter? Lässt sich hier irgendwas schieben? Nö. Ah, richtig. Das habe ich ja auch gemacht. Was bringt das, wenn ich hier oben hochgehen kann? Nix, ne? Kann ich jetzt was schieben hier? Hm.